Landwirt Fahrbericht. Die neueste Technik im praktischen Einsatz. Waldarbeit ist gefährlich. Leider wird das immer wieder durch tödliche Unfälle bestätigt. Aus Sicherheitsgründen wird daher bei Schlägerungsarbeiten immer öfter eine Seilwinde empfohlen, manchmal sogar schon vorgeschrieben. Aufgang! Oft ist aber der Einsatz eines Traktors mit Seilwinde nicht möglich. Aus dieser Problemstellung heraus hat der bayerische Forsttechnik-Spezialist Pfanzelt Moritz entwickelt. Ein kleines, ferngesteuertes Raupenfahrzeug mit Seilwinde. Zusammen mit den Profis von der forstlichen Ausbildungsstätte Ort haben wir Moritz im Wald ausprobiert. Die kleine Raupe ist in erster Linie als Fellhilfe konzipiert. Hier bringt das Gerät einen enormen Sicherheitsgewinn, vor allem bei der Arbeit im Laubholz. Aus sicherer Entfernung können große hängende Bäume mit der ferngesteuerten Seilwinde umgezogen werden. Wenn das Eigengewicht von 1,4 Tonnen zum Seilen nicht reicht, kann man Moritz mit Anschlagpunkten am Rahmen zusätzlich sichern. Die hydraulisch angetriebene Winde zieht bis zu 5 Tonnen. Das 110 Meter lange Seil erlaubt große Reichweiten. Die optionale Einlaufbremse spannt das Seil beim Einzug und sorgt so für eine saubere Wicklung. Die Geschwindigkeit lässt sich in mehreren Stufen der jeweiligen Situation anpassen. Die Einlaufhöhe kann man werkzeuglos verstellen. Seine Kraft schöpft Moritz aus einem Vierzylinder-Dieselmotor von Kubota. Er hat 1,5 Liter Hubraum und leistet 35 PS. Laut Hersteller begnügt sich die Raupe mit etwa einem Liter Sprit pro Stunde. In den Tank passen 36 Liter. Der hydrostatische Fahrantrieb hat zwei Stufen. In der schnellen Stufe fährt Moritz bis zu 6,4 km/h schnell. Zu Fuß kommt man gerade noch gut mit. Die 25 cm breiten Laufbänder sorgen für eine große Aufstandsfläche. Mit 0,3 kg pro Quadratzentimeter ist der Bodendruck geringer als der eines durchschnittlichen Menschen. Deshalb wird die Raupe gerne auf empfindlichen oder wenig tragfähigen Böden eingesetzt. Moritz ist nur 1,12 Meter breit. So lässt er sich problemlos mit einem Autoanhänger oder einem Kastenwagen zum Einsatz transportieren. Für mehr Standsicherheit im Gelände kann man das Fahrwerk hydraulisch auf 1,5 Meter auseinanderfahren. Alle Funktionen werden über Funk gesteuert. Die Bedienung ist einfach. Unser Testfahrer kam auf Anhieb zurecht. Sollte die Fernsteuerung einmal versagen, lassen sich sämtliche Hydraulikventile mit einem Spezialhebel notdürftig ansteuern. Beeindruckt hat uns die Geländetauglichkeit. Moritz hat 30 cm Bodenfreiheit und einen beidseitigen Böschungswinkel von 45 Grad. Damit fährt man spielend über hohe Hindernisse und durch tiefe Gräben. Auch die Wendigkeit kann sich sehen lassen. Mit gegenläufig drehenden Bändern kann die Raupe sogar auf der Stelle wenden. Das Chassis bildet ein verwindungssteifes Kastenprofil aus Stahl. Ein Rundumrohr dient quasi als Forstrahmen. Praktisch sind die großen Staufächer. Motorsäge, Benzinkanister, Gurte, Ketten und Keile können hier mitgenommen werden. Aber nicht nur als Fellhilfe, sondern auch beim Rücken macht Moritz eine gute Figur. Hier ist das ausziehbare dreiteilige Frontgewicht ein absolut sinnvolles Zubehör. Baut man die Seilwinde ab, lässt sich die Raupe auch für andere Arbeiten einsetzen, beispielsweise zum Mulchen. Zu diesem Zweck bietet Pfanzelt auf Wunsch eine mechanische Zapfwelle und bis zu drei doppelt wirkende Hydrauliksteuergeräte an. Klingt ja alles wunderbar, wäre da nur nicht der Preis. Knapp 60.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer verlangt der Hersteller für das Grundgerät mit der hydraulischen 5-Tonnen-Winde. Viel Geld, das man in erster Linie für mehr Komfort und mehr Sicherheit, aber auch für mehr Spaß an der Arbeit investiert. Unseren ausführlichen Fahrbericht findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 7/2018.